Einen wundervollen guten Abend. Der Optimist erklärt, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben. Und der Pessimist fürchtet, dass dies wahr ist. Ja, also, seid ihr Optimist, seid ihr Pessimist? Wenn ihr Optimist seid, dann müsst ihr euch jetzt damit auseinandersetzen, ob das stimmt, was gesagt wird. Ob das damit zusammenhängt, dass man wirklich glaubt, auch in der besten der Welten zu leben, weil es gibt ja zwei Möglichkeiten, oder man kann ja auch Optimist auf kurze Distanz sein, sage ich mal, dass man sagt, ja, wird schon gut werden, ja, also dieses optimistisch in den Weg gehen. Aber diese Variante Optimist zu sein, ja, das geht in die Leibniz'sche Art, der hat ja nämlich gesagt, dass wir in der besten aller Welten leben. Und das ist dann schon, ich glaube, besser kann man ja nicht mehr Optimist sein, oder? Als zu glauben, dass wir schon in der perfekten Welt leben. Wobei, die beste aller Welten, ist das auch die perfekte Welt? Weil wenn sie perfekt ist, dann muss man sie ja nicht mehr ändern. Und dann ist sie ja nicht mehr perfekt, weil dann hätte man, wäre der Veränderungsdrang, und den hatten wir ja am gestrigen Tag, wäre dann unglaublich, wäre ja dann zerstört. Gut, aber das nur nebenbei. Ja, und die Pessimisten, das ist das Schöne, was ich an Optimismus mag. Ja, also man kann ja wirklich manchmal vorsichtig sein, manchmal ein bisschen nörgeln und schon sagen, ja, gut, vielleicht ist es doch nicht ganz so hoch, wie wir uns erhoffen. Was auch immer für ein Ergebnis. Also, das ist so, das geht in Richtung gesunder Pessimismus. Also, ich würde sagen, ja, nach dem guten alten Pareto 80-20. Also sei zu 80% Optimist und zu 20% Pessimist. Aber Pessimismus, der darf nicht überhand nehmen, dass man dann sagt, nee, es ist alles kacke und dann geht das in diese Jammerlappen-Geschichte, ne? Und ja, das ist das, was ich zu diesem Satz und Video zu sagen habe. Seid ja ab und zu mal auch eine Runde pessimistisch, und ansonsten, ich bin auch davon überzeugt, das ist die beste aller Welten, weil wir das Beste daraus machen können, denke ich. Ja, also nehmt euch ein Herz und seid so gut ihr könnt Optimist, und ab und zu fügt mal ein bisschen Pessimismus, nicht einfach, weil ich das jetzt aus Zahlen genannt habe, sondern manchmal ist es gut, nicht zu krass zu übertreiben. Dazu neigen natürlich die Optimisten. Und die Pessimisten untertreiben in ihren Möglichkeiten. So, also, der Optimist erklärt, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben. Und der Pessimist fürchtet, dass dies wahr ist. Also, in dem Sinne, sucht euch aus, was ihr sein wollt, aber meine Empfehlung bleibt, seid von beidem etwas, und ansonsten sage ich wie jeden Tag und so, lebt wohl!